Digga Mädchen. Heute spielen wir Karten und wer verloren hat, der wird dann angeschminkt. Okay, wir haben hier Schminke und wir haben hier Karten. Und Lippenstift. So, nach jeder Runde tut der Gewinner dem Verlierer schminken. Das heißt, du darfst dir ein Objekt aussuchen und dann schminkst du, wie du denkst, wie man schminken muss. Wofür das ist, zum Beispiel das da, benutzt du dann zum Beispiel für die Augen oder was weiß ich, ja? Das so. Ist für die Augen, glaube ich. Ach so. Mein Spiel heißt Mau Mau und ich erkenne jetzt, wie das geht. Bei einer 8 darf man noch einmal legen, wenn man zu zweit spielt. Oder bei einer U darf man das Symbol entscheiden, das gelegt werden soll. Zum Beispiel U, Herz. Dann muss der Gegner ein Herz, das Symbol Herz verwenden. Also wenn ich die U lege, dann darf ich noch einmal spielen. Der Gegner setzt aus. So, bei einer 9 Blatt legt man entweder eine 9 drauf oder ein Blatt. Oder 9 Blatt. Bei einer 7 muss man der 7 immer treu bleiben. Also legt man eine 7 drauf, egal ob Eichen, Herz oder Schelm. Bei einem roten König, wenn man keine rote König hat, dann zieht man 3 Karten oder man legt eine rote 7 drauf, um die 3 Karten nicht ziehen zu müssen. Dann bei einem Ass, darf man noch einmal legen, noch ein Ass beispielsweise. Und danach, wenn man keine Ass mehr hat, dann legt man eine normale. Zum Beispiel eine Blatt 8. So. Gut. Jetzt fangen wir an zu spielen. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. So, jetzt schauen wir mal. Ja, bis 10. Du musst bis 6. Wir nehmen 10 Karten. Du musst nicht 6. So, jetzt beginnen wir das Spiel. Machen wir. Brauchen wir eine Karte in der Mitte. Also jetzt machen wir gleich mal gucken, wer anfängt. Bei der roten 7. Ich will verlieren, Also bei einer 7 muss man ja eine 7 drauflegen. Oder man zieht 2 Karten, wenn man keine 7 hat. Bei König, bei einer roten König 3 Karten. Also gleich mal gucken, wer anfängt. Ja. Also du hast Stein, ich hab Blatt. Also hast du verloren, also du fängst an. Ich fang an. Ja. Also, ich habe, oh, einen roten König. Das heißt, ich musste keine 2 Karten ziehen, sondern ich habe die Alternative gewählt, eine rote Königin gewählt. Dann musst du wie viele Karten ziehen? Eine 7 muss man 2 Karten ziehen und für einen König? Also, bei König 3 wird 7, 8. 3 plus 2? 5. 5 Karten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Also. Jetzt bin ich. Also eine A rot. Eine rote Ass. Dann eine 8 rot. Genau, das heißt, du dann nochmal 8 rot. Darfst nochmal spielen, ich setze aus. Dann nochmal, dann 8 grün. Ich setze aus, du darfst spielen. Dann nochmal 8, A grün. Eine Ass, also du darfst noch eine Karte legen. Eine O. Das heißt, ich setze grün. Aus, du darfst. Dann lege ich eine. Einen grünen König. Ja. Also, ich habe auch einen grünen König. Also eine O-Grün. Ich setze aus, du darfst wieder. Hab ich. Dann ziehe ich eine Karte und da drin. Oh, okay, Farbe. Eine U hast du belegt immer dazu, sagen Matthias, ja. Du belegt hast. Dann wünsche ich eine. Wann? Schell. Ich wünsche mir, ich habe eine U draufgelegt, jetzt darf ich mir wieder das Symbol aussuchen. Also ich möchte ein grünes Blatt. Ich wünsche mir. Was hast du draufgelegt? Also nochmal aussuchen, Farbe. Rot. U. Welches Symbol möchtest du? Ball. Einen Ball. Schell. Schell. Ich habe keins, ich möchte das Symbol Blatt. Was für Blatt hat? Grünes Blatt. Ich nicht. Nein. 6 Blatt. 6 Blatt. Dann 6 Ball. 6 Blatt.
genommen und lege eine grün 8. Mhm, wie sieht's aus? Du darfst nochmal spielen. Dann lege ich eine Shell 8. Wie sieht's aus? Du darfst nochmal spielen. König Ball. Shell. Dann lege ich eine rote Karte. Hast du einen König, roten König oder hast du eine rote 7? Rote 7 habe ich nicht. Das heißt, wie viele Karten musst du ziehen? 3. 1, 2, 3. Herz. Ass. 8. Ass. Dann lege ich eine O. Ass. Herz. O Herz. Ich setze aus, du das. Dann lege ich ein Shell. O. Das ist eher eine 0 als ein O, aber okay. Ich setze wieder aus. Einen Shell 9. Okay, ich lege eine Blatt 9. Du kannst sie? Nein. Okay. Nein. Ich habe eine Herz 9. Also ich habe eine 10. Rot, Herz. Dann habe ich hier eine rote 0. Also setzt du aus und darf ich nochmal. Jetzt sage ich Mau, weil ich nur noch eine Karte habe. Und jetzt sage ich Mau, Mau. Nein! Weil ich gewonnen habe, ich habe einmal 0 und ich habe hier noch eine 0 draufgelegt. Ich werde schwimmen. So, jetzt werde ich dich schwimmen. Okay, ich suche jetzt hier den roten Lippenstift aus. Und jetzt werde ich dir die Lippen schön rot machen. Mach irgendwas.
und wie das ist. Also, sieht es von innen so aus. So schön. Und was ist das, Matthias? Ich habe keine Ahnung. Ja, mach, was du denkst. Was ist das? Wo willst du das jetzt gleich hinbringen? Auf die Backen. Okay. Ich habe rausgefunden, das ist hier die Backen. Okay, welches nimmst du von den beiden Farben? Zwei verschiedene. Zwei verschiedene Backen? Nein, blau. Du hast diese blau. Ja, mach. Was ist? Diese sind die Brautmasse. Oh, meine Haare, du ziehst meine Haare. Das ist der blaue Schick. Also jetzt musst du die andere Seite auch machen. Hier, so hier. Warte. Passt das? Komm auf die Seite. Wozu sind die so viele Haare? Fertig? Ja. Hier so blaue Backen. Oh Mann. Ich weiß, was ich da noch. Zeig dich mal. Ah, die Sonne scheint. Im Gesicht. Du brauchst ein bisschen schwarze Farbe. Echt? Ist ja nicht umsonst der schwarze Spider-Man. Zeig mal. Ist fertig. Nein, noch nicht ganz. Zeig mal. Mach mal dein Auge zu. Nein, so weich. Ey, du bewegst dich zu sehr. Verschwinde dein ganzes Auge. Mach bitte dein Auge zu. Das ist nicht so viel geworden. Oh ja, das ist ganz viel geworden. Ups. Ich will nicht angucken. Nein, zeig dich mal. Komm mal noch. Bist du nicht hübsch? Okay. Lass zu zweit in die Kamera. Fertig? Ja.
Oh, jetzt habe ich schön gemacht. Sehr schön. Kannst ja, sieht man auch. Kannst dich im Spiegel angucken von mir. Meine Lippen sehen schöner aus als deine. Zeig mal deine. Warum hast du meins nicht so schön, Papa? So? Ja, weil du dich immer so bewegst. Wir sind wie zwei Mädchen. Also so sehen wir jetzt aus. Weiter runter. Also ich hoffe, viele Daumen nach oben, viele Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.